Guten Tag, mein Name ist Markus Klein und ich möchte Sie wieder mitnehmen, die Videotechnik zu erkunden. Heute möchten wir uns über Lichtwellenleiter unterhalten und hier gibt es zwei Arten, Multimode und Single Mode. Die Multimode-Lichtwellenleiter sind dicker in ihrem Durchschnitt, 50 Mikrometer oder 62,5 Mikrometer und die Single-Mode-Lichtwellenleiter sind dünner, nur mit 9 Mikrometern. Schauen wir uns an, welche Signalwege hiermit zurückgelegt werden können. So fällt auf, dass hier auch es darauf ankommt, wie hoch die Auflösung ist, die übertragen werden soll. Übertragen wir ein UHD-Signal unkomprimiert, so ist die Reichweite mit 300 Meter beim Multimode-Glasfaser eingegrenzt. Reduzieren wir jedoch die Auflösung auf HD, so können wir eine Strecke bis 1000 Meter zurücklegen. Bei Single Mode sind ganz andere Strecken möglich. Um einen Eindruck davon zu vermitteln, ist hier nur ein ungefährer Wert angegeben zwischen 2 und 40 Kilometer. Hier kommt es natürlich auch darauf an, welche Transmitter benutzt werden, welche Receiver und wie hochwertig die Glasfaserleitung ist. Es gibt verschiedene Steckertypen, die wir uns sehr gerne beim nächsten Mal anschauen. Dann schauen wir uns auch an, mit welchen Frequenzen hier gearbeitet wird und in welchen Bereichen. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag und bis dahin alles Gute und auf Wiedersehen.